Und sie hat heute Geburtstag. Wir rufen sie mal auf die Bühne. Cecily Ogunjobi. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich nur noch kommen. Ah, da ist sie. Vielen Dank. Ja, bevor du anfängst, wollte ich dich auch noch mal ganz schnell fragen, das Schreiben an sich, was ist für dich das Wichtigste beim Schreiben? Was sind deine Themen? Das ist schwierig zu sagen. Also meine Themen unterscheiden sich, denke ich, auch mit, wie ich mich praktisch verändere, auch über die Zeit hinweg. Und sind eigentlich immer ja, aktuelle Themen, die mich gerade betreffen, aber auch dann die ein bisschen größer oder weit gefasst, die man dann eben auch global vielleicht eben auf mich selber beziehen kann oder auf eben einzelne Personen beziehen kann. Genau, und ich schreibe auch über geowissenschaftliche Themen. Ja, das ist natürlich besonders spannend. Geowissenschaftliche Themen in der Poesie gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig häufig. Jetzt haben wir das ja ganze Ausnahmezeit Poetry Slam genannt. Ist das auch für dich eine Ausnahmezeit, was Sie im Moment erleben? Ja, ich glaube, also auf jeden Fall ist es eine Ausnahmezeit. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass man sich irgendwie sehr schnell, oder nicht sehr schnell, aber dass man sich irgendwie doch daran gewöhnt, zumindest für eine gewisse Zeit, und dass man sich irgendwie damit arrangieren kann. Dann sind wir sehr gespannt auf deinen Text zum Ausnahmezeit Poetry Slam Frankfurt. Cecily Ogunjobi. Danke nochmal für das Intro. Ich lese heute mehrere Texte, und zwar lyrische Miniaturen bzw. Prosa-Miniaturen. Autowerkstatt. Abends ist Theresia zu kaputt, um ihre Werkstatt zu verlassen. Wahrscheinlich vom Reparieren fremder Defekte. Während sie den Aufgaben nachgeht, die sie nichts angehen, bleibt sie auf der Strecke. Ihre Kunden können sich auf sie verlassen. Lassen so viel bei ihr, dass Theresias Last keine Zulassung hat. Jeden Tag gibt es neue Probleme, die zu beseitigen sind. Theresias Seiten werden immer voller. Ihr fehlt die Zeit, selber zu fahren, also eignet sie sich an, was andere erfahren haben. In ihrer Werkstatt findet sie für alles eine Lösung. Doch wenn sie versucht, herauszufinden, wird ihr Widerfahrenes vorbeigebracht. Jennys und Jeremys. In der Bahn roch es nach Waldboden. Jeremy stieg 3 Haltestellen zu früh aus. Er konnte sowas nicht aushalten. Hätte er gewusst, dass der Geruch aus Jennys Rucksack kam, hätte er sich unter ihr gehalten. So lange, bis sie sich untereinander gehalten hätten. Aber Jenny war an diesem Tag undurchsichtig. Man roch sie nur den Waldboden. Sie hatte ihn gesehen und einfach haben müssen. Ihr alter Grund war auch schon spröde und fadenscheinig. Während sie Erde, Moos und Flechten bei sich zu Hause installierte, dachte sie, es wäre schön, jemanden zu haben, der ihr dabei hülfe. Jemand von heute. Vielleicht den Mann aus der Bahn, aber er war ausgestiegen, bevor Jenny ihn hatte fragen können. Hätte sie gewusst, dass er, Jeremy, in einem Dinosaurierland lebte, hätte sie das nicht gedacht. Aber da sie nichts voneinander wussten, unterhielten sie sich. Aufgabe 1. Ein Kind will eine Höhle bauen. Nachdem es verschiedene Lebensräume begutachtet hat, wählt es den Meeresboden. Der Grund ist von einer Kunstschicht bedeckt. Darüber wuchern Vergesellschaftungen, gebildet von blasenproduzierenden Einzellern. In der abnehmenden Artenvielfalt findet das Kind eine Nische. Dort kann es sich entfalten. A. Wie viel Schlamm muss das Kind filtrieren, um als Detritusfresser zu gelten? B. Wie viele Tiere muss das Kind erlegen, um als Prädator zu gelten? An wie vielen Ausrottungen muss es Schuld haben, um an die Spitze der Nahrungskette aufzusteigen? Ab wann macht es sich seinen Lebensraum zum Feind? C.
Unter der Annahme, Fall A und Fall B seien eingetroffen. Der Schlamm enthalte nur noch Abfallprodukte. Die Mitbewohner und Beutetiere seien vom Aussterben bedroht. Wie viel würde es das Kind kosten, primär zu konsumieren? D. Welche Festigkeit hat die Kunstschicht? Hält sie der Höhle des Kindes stand? Hinweis. Die Umstände sind gegeben. Sie verbauen dem Kind seine Höhle. Ja, wie gesagt, in Ausnahmezeiten verschiebt sich sehr viel und ist auch sehr schnell, aber trotzdem schaffen wir es irgendwie, uns dem anzupassen, meistens zumindest, solange die optimalen Lebensbedingungen gegeben sind. Und diese werden gefährdet unter anderem durch sich verstärkende Stürme, durch Zyklone. Und den Prozess, bei dem Zyklone entstehen, nennt man auch Zyklogenese. Debbie nimmt vieles an. Ratschläge, Häuser, Unwissenheit, den Willen anderer Gleichgewicht. Für später hat sie einige Einladungen angenommen. Weil es ihr jedes Mal schwerfällt, abzulehnen, sucht sie jetzt nach etwas zum Anlehnen. Sorgfältig legt sie sich zurecht. Zwischendurch wird ihr nur wenig Zeit bleiben, sich zu wechseln. Sie befürchtet, zu spät zu kommen, denn ihre Standhaftigkeit steht ihr oft im Weg. Um dem entgegenzuwirken, fängt sie an zu tanzen und nimmt an, dass niemand will, dass sie aufhört. Also hört sie nicht, wie sich manche zurücklegen und manche zurücknehmen. Erstere sieht sie nicht mal. Es fällt ihr leicht, sich über sie hinwegzudrehen. Letztere lehnen sich ein wenig auf. Sie sind hingerissen und hergerissen. Wenn sie wollten, könnten sie Debbie aufhalten. Aber ohne Eingriffe wird sie schneller. Sie gewinnt an Stärke, sie nimmt zu. Bald schafft es niemand mehr, sie abzulenken. Ab dann fühlt sich Debbie ausgeglichen. In ihrer Mitte herrscht vollständige Stille. Den übrigen fällt es schwer zu denken, hätten wir sie nur nicht eingeladen. Dann wäre Debbie nicht gekommen, hätte sie nichts dem Erdboden gleichgemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Cecilia.